Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum jetzt 30. Part hier bei Watch Dogs 2 mit mir, dem Kegel. Und was ich schon gleich mal so am Anfang sagen kann, mir ist saumäßig warm. Ich bräuchte eigentlich heute noch gar nicht aufnehmen, aber dadurch, dass ich ja ein bisschen zeitlich ein bisschen zurückgestuft bin, kann man sagen, muss ich da jetzt ein bisschen versuchen, die Zeit, ich nenne es einfach mal aufzuholen. Ob das klappen wird, ist eine andere Sache, aber komm, ist scheißegal. So, auf jeden Fall in der letzten Folge, was hatten wir eigentlich gemacht? Ich glaube, wir hatten hier in der Ecke die Kerndaten gesucht. Haben sie jetzt Gott sei Dank gefunden? Und, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich da schon dran komme. Ansonsten würde ich sagen, wir gucken einfach mal weiter. Ja, ich habe jetzt auch gar nicht so weiter hier in die Dings-App reingeguckt, was man jetzt noch so starten könnte. Timer ist gestartet, ne? Das muss ich nochmal ganz kurz tun. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Man könnte ja eigentlich erstmal hier so eine Nebenoperation Startiation. hier wollen wir erstmal der Zodiac-Killer machen. Beschaffe das Kryptogramm von SFPD. Polizei hat kodierte Nachrichten von einer mysteriöser Quelle erhalten. Sei der Erste, der den Code knackt und stell die Cops bloß. Für 6000 Follower. Na ja, gut. Schaffe das Kryptogramm von SSB. Ja. Warte mal. Ich wollte noch mal eben auf der Karte. Komm, das ist ja... Könnte man nicht, warte mal, hier mal eine Schnellreise eben hinmachen. Und mal gucken, ob wir da so drankommen, ne? Seltsam. Ja, das finde ich auch sehr seltsam. Hier oben soll noch irgendwo ein, Erforschungspunkt sein. Yep, genau. Endlich glaubt mir mal einer. Ich muss hier mal eben gucken, könnte man den eventuell auch noch mitnehmen? So nebenbei mal so, Gedingst und so, warte mal. Ich gucke mal, ob das eventuell, also nur eventuell, warte mal, wie war denn das? Habe auch mal. Ich guck mal. Ja, nice, ich kann's noch. Sehr schön. Ich freue mir gerade einen Keks. Oh, da ist ein Hund. Ah, ein Schäfer-Dog. So. Danke für das Geld. Kann's gebrauchen. Ich bin, glaube ich, gerade falsch gelaufen, ne? Ja, nice, das gibt's auch nur bei mir. Normal. Aber Vorteil, wir haben dadurch wieder Forschungspunkt und so. Weiß Bescheid. So. Muss ich mich jetzt hier in die Polizeistation reinhacken? Oder was ist das hier vorne? Was ist das? Was ist das? What the fuck? Guten Tag. Wir haben hier auf jeden Fall einmal eine Kamera. Wir gucken uns einmal das hier Bild an. So, was haben wir denn hier? Alles klar. Warte mal, den könnten wir doch mal nach hinten fahren lassen. Tschüss! Hey, ich möchte mich nur gern ein bisschen unterhalten. Find mich. Aufschwärmen, den finden wir schon. Ja, normal, ne?
Warte mal, den könnten wir ja eigentlich mal hier so per... Ne? Zeit für die letzte Option. Schicht unseren Henker rein. Halt! Nein, nach vorne! Tschüss! Ey, geil! Hä? Oh, jetzt ist Polen offen. Oh yeah. Danke. Notruf. Worum geht es? Ja, Notruf? Scheiße. Hier schießt jemand. Hilfe! Ich gehe vor. Schwärmt aus. Wir wollen sie nicht erschießen. SOS lokalisiert. Die Polizei ist unterwegs. Okay, ist ja jetzt kein Sperrgebiet mehr. Also ich dürfte da jetzt rein, ne? Ich kann nebenbei noch das Geld mitnehmen, ne? Ist doch kein Problem. Es liegt ja einfach nur so rum. Fällt ja sonst auf, ne? So. So. Oh, ja, yeah, Hey, hat hier einer ein Kryptogramm rumliegen sehen? Ich frage für einen Freund. Interessante Strategie. Okay, hacken wir uns mal rein. Ziel bei für das Kryptogramm, unser Codeknacker steht. Okay, Tibor, bitte sehr. Mhm. Ach du Scheiße. Das kommt mir bekannt vor. Kannst du es lösen? Nicht aus dem Stegreif. Das braucht etwas Zeit. Jede zusätzliche Info würde helfen. Gibt es einen Schlüssel? Ich sehe mich mal um. Ich hab'n. Toll. Primate soll das Kryptogramm für die Cops knacken. Was nur wieder zeigt, dass die Cops keine Ahnung haben, was sie tun. Das darf Primate auf keinen Fall schaffen. Ich finde raus, was sie wissen. Viel kann's nicht sein. Alright. Let we have it. So, mal. Huch. Dann, huch. So, jetzt einfach nur raus. Danke. So, jetzt habe ich gerade nicht gesehen. Fange Prime Aids Telefonanrufe ab. Aha. Gemeinsam mit Prime Aids finde heraus, ob sie wertvolle Informationen haben und mache ihre Anstrengungen, die Nachrichten zu entschlüsseln, zunichte. Alles klar. Das werde ich, glaube ich, ne? Und so. Machen wir auf der Karte anzeigen. Oh. Oh, das, ja, das ist, das ist ein sehr schönes Gebiet. Weil, ja, also, ne? Warte mal, wie machen wir das jetzt? Könnte man hier mal zum Motocross eine Schnellreise hinmachen? Und ich trinke mal eben was. Prösterchen. Bei dieser Wärme ist das auch zu entschuldigen. Beziehungsweise, ich mach's einfach. So. Normalerweise hätte ich auch noch meinen Ventilator hier an. Aber, wenn er mir jetzt genau ins Gesicht pfeifen würde, würde man das genau in der Aufnahme hören. Und das muss ja nicht sein. Ne? So. Alright, gucken wir uns erstmal um, ne? What is the fucking bullshit problem here? What is it? What have we here? So, abgefangener Text. Dort haben wir ja. Wurde vor kurzem zwangsgeräumt. Oh, die arme Sau. Wieder nicht die Miete gezahlt, ne? Tja, da hast du Pech. So. Das ist tödliche Explosion. Ja, okay. Ist nice. Finde ich gut. Tödliche Explosion ist immer gut. Also für meine Verhältnisse, ne? Also nur für mich. Also, ne? Das andere zählt hier nicht. Kommen wir da hin, wo wir hin wollen? Natürlich nicht. Warum sollten wir denn da auch hinkommen? Alter, was ist denn hier für eine Versammlung, sag mal?
Man könnte ja, ne? Einsatzteam haben Meldungen zu einem Kriminellen am angegebenen Standort. Da kommen sie schon angedreift. Noch Alpha Pips. So, und gibt's da eine große Schießerei? Boah, jetzt ist aber, ne? Tschüss. Boah, ey. Jetzt hauen sie aber rein. Gerade lustig, mich anzusehen hier. Was? Was stand da gerade? Wieso habe ich Blähungen oder was? Mann, die hauen ja richtig rein. Was ist denn los hier? Alle Einheiten, 1031. Fahndungsmeldung für einen entflohenen Straftäter. CTOS hat die Koordinaten des Verdächtigen. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Kann mich doch bestimmt immer so ein bisschen lang gedingsen, oder? Das merkt doch bestimmt keiner. Und wenn doch, habe ich ein Problem. So. Manny glaubt, das ist Danke. Eine Nachricht von jemandem. Von wem? Wollte sie nicht sagen. Meinte, dafür sei ich zu jung. Tja, wir versuchen es nur mit Brute-Force-Taktik. Das wird ewig dauern. Wir brauchen den Datenaußenposten. Datenaußenposten? Ja, den... Hast du das gehört? Hört da jemand mit? Yeah. Hey, wisst ihr was über einen Datenaußenposten in San Francisco? Ich habe letztens was über eine Ölraffinerie mit neuester Datenverarbeitungstechnologie gelesen. Kam von Galilei, glaube ich. Wozu braucht eine Ölraffinerie einen Supercomputer? Marcus, wenn wir was von der Rechenleistung abzapfen, dann kann ich das Kryptogramm im Handumdrehen knacken. Nice. So, nur damit die mich nicht sehen, ne? So. Ihr seht mich nicht. Bin gar nicht mehr hier. So. Hier steht das arme Polizeiauto hier ohne weitere Leute rum. Und die warten da hinten immer noch. Nice. So. Ja, ich weiß, wir haben hier wieder einen neuen Punkt dazu gekriegt. 17 haben wir zur Verfügung. Ha, ich freue mich. Finde den Server der Starter-Raffinerie. Also, Primate hat Hinweise auf eine massive Computer-Hardware, die vor kurzem in der Starter-Öl-Raffinerie installiert worden ist. Klingt genau nach dem, was wir brauchen. Okay. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir bloß hier hinten einen... Pünktchen, wo wir hinfahren können. Hm. 15 Minuten hätten wir noch. Ja, da können wir dann ja gleich weitermachen. Ich würde eigentlich gerne noch hier, obwohl die müssen wir da unten nicht auch noch hin. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Es ist schon zu lange her. Tja, wie machen wir das?
Ach komm. Wir machen jetzt die Aufgabe weiter. Und kleine Information am Rande, mir ist saumäßig warm. Das habe ich schon mal gesagt, das weiß ich. Aber ich wollte es einfach nochmal hier so am Rande des Wahnsinns erzählen. So, ja, Mission wird verfolgt. Ich würde gerne nur einen Starter, also, ne? Ich hätte gerne einen Punkt auf Mäppchen hier. Dankeschön. Ich freue mich. Tja, ja, geil. Kein Scheiß. Ich war im Stadion auf der Tribüne und ohne Vorwarnung plötzlich. Ja, toll. Es sind gerade ganz viele tolle, geile und so hammermäßige Fahrzeuge hier. Dass ich jetzt einfach sage, komm, scheiß was drauf, ich glaube mir das jetzt. So Leute, aus mich. Ich habe hier wichtig Termin und so. Na, weiß Bescheid. Dunkelform Nethack zu. Achso, ja, Moment. Eck, ne? Huch. I am on the Dings. Ja. Da scheint auch noch irgendwas zu sein. Da vorne ist Geld. War das schon mal gut? Ich möchte aber auch noch wissen, was da oben ist. Warte. Warte. Wie mache ich denn das? Wie tun wir dieses jetzt am besten auf, ne? Ja, müssten wir vielleicht mal, mal gucken, was hier so abgeht, ne? Ja. Große Tanzerei hier. Achso, ich muss ja nochmal, bevor wir das Ding jetzt hier starten, ich muss ja nochmal eben nachgucken. Wir bräuchten ja eigentlich auch noch die, die Granaten, oder? Oder haben wir die schon? Wirf mit G und zünde dann mit... Okay. Springen Sie, Elektroschockgeräte haben einen größeren Wirkungsbereich. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, das wäre ganz gut, wenn wir jetzt die nächsten Folgen dann erstmal die... Huch, ich wollte das Ding eigentlich mitnehmen. Dass wir da die restlichen Dinger hier erstmal sammeln. Also auch die Kerndaten und dann weitere Forschungspunkte holen. Damit wir dann hier erstmal vorankommen. Mist, so, ne? Muss einen anderen Weg da reinfinden. Wie kommt... Hä? How are coming sehr rein? Oh ja, tolles Getanze. I'm dancing on the way. Müssen wir hier erstmal gucken, ob man hier irgendwo eine Möglichkeit findet. Ein Kran? Hä? So, jetzt darf sich der Kegel mal wieder anstrengen. Das ist ja bei der Hitze eine ganz tolle Idee. Das ist schon mal bombenmäßig. Zum Heben und Senken, ja, das ist gerade nicht ganz das Wahre, was ich suche. Ach, da oben ist ein Forschungspunkt, das ist ja schön. Ah,
Okay, da brauche ich... Was brauche ich denn da? Ich brauche Taste B. So. Eventuell kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Ach, wie schön sie lachen können. Ja. Ganz toll und lustig. Wenn ihr irgendwie so leichtes Gekratze am Mikro hört, das ist, wenn zwischendurch mal mein Handtuch ans Mikro kommt. Das passiert leider. So. Okay, wo ist der Zugangspunkt? Egal, ich finde ihn schon. Okay, Ray, mach dich bereit für den Turbo. Moment erstmal. Diese Kamera und wir dürfen hacken. Das wird alles jetzt. Okay. Ich hatte nämlich irgendwie noch so eine Vermutung, beziehungsweise... Achso. Spürst du den Turbo, Ray? Oh, die reinste Augenweide. Und wir sind fertig. Das Kryptogramm ist geknackt? Okay, Jungs und Mädels, wir haben's den Cops gezeigt. Es ist ein Satz Koordinaten und eine Botschaft. Folge mir. Das scheint jemand gern zu spielen. Schick mir die Koordinaten. Ah, Kleiner. Da ist was nicht koscher. Danke, Dad. Ich passe auf. Untersuche die entschlüsselte Position. Ja. Mach ich gleich. Nur mir ist warm. Wenn ich das öfter, also wie gesagt, wenn ich das öfter sage, es sei mir bitte verziehen, aber es ist unerträglich heiß hier bei mir in der Butze. Und es würde auch nichts bringen, hier die Fenster aufzulassen. Es ist einfach komplett für den Arsch. So. Wollen wir mal gucken, ob wir den Punkt so bekommen. Natürlich nicht. Ja, dann, wie kommen wir denn da drauf? Meiner Meinung nach irgendwie gar nicht, oder? Ah, warte, einen Moment. Sollen wir da vielleicht den Kran für benutzen? Plattform heben. Ich will das mal ganz kurz austesten. Vielleicht klappt es ja. Es ist nur eine Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier kurz mit dem Ding runter kann. Aber nice. So. Wir werden uns mal in den Kran hier reinbeben. Wir werden das Ding noch mal ein bisschen hochsetzen. Wunderbar. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine gute Idee ist, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Nice! Hätte nicht gedacht, dass das klappt. Aber es gab bestimmt auch einen anderen Weg, hier hochzukommen. Aber wir haben den Forschungspunkt. So, und ich hätte jetzt gerne den... wo ist denn der...
ist der Jumper? Die Drohne, also das... Ach da! Die schwebt da noch! Der sagt das doch, Mensch! So, ja, der Quadro... Oh, ja. Ihr wisst, was ich meine. So. Und, nein, da wollte ich nicht hin. Entschuldigung. Und bevor ich mich jetzt wiedermals in den Tod stürze, werden wir jetzt... Was? Okay, das, das machen wir zum, zum späteren Gedings. Das können wir ja dann in der nächsten Folge machen. Aber ich habe jetzt erstmal vor. Ich glaube, um diese Dingsdaten wollten wir uns sogar schon mal kümmern, oder? Und es hatte nicht so geklappt, wie wir, also wie ich mir das, glaube ich, vorgestellt hatte. Oder bin ich da jetzt komplett falsch, ey? Oder wie, oder was, oder wo? Hatte uns dann nicht der Quadrocopter gefehlt? Moment, ich muss es nochmal eben nachgucken. Uno momento, Plärze. Okay. Das heißt, wir müssen also mit dem... mit dem Jumper hier rein. Da wäre jetzt nur so ein Ding. Das bringt, glaube ich, nix. Haben wir hier eventuell noch eine andere, sag schon. Wie heißt denn das Ding jetzt? Diese andere Plattform zum Hochgedingsen? Wisst ihr was, da kann ich mich ja mal in der Aufnahmepause kurz mal umgucken und melde mich dann gleich einfach wieder zur nächsten Folge. So machen wir das einfach. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ja, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dann, macht es gut. Tschüssi!